Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Guten Morgen an einem schönen Samstag, der völlig vernebelt bei uns ist, weshalb man nichts sehen kann. Genau, bei mir auch. Also wenn ich rausgucke, Nebel im Pfälzer Bergland. Ja. Hast du schon gehört? Putin kommt nicht nach Erfurt. Da war er ja schon früher mal, oder war das eher Dresden oder so? Naja, so weit weg ist das ja auch nicht. Was soll er da nochmal? Ja, die Sarah Wagenknecht will doch koalitionsverhandeln und will ja jetzt den Frieden für die Ukraine durchsetzen bei der CDU und bei der SPD. Ja, soll sie doch mal machen. Ja, genau. Ich gebe jetzt aber dann auch wirklich nur, weil das ja so eine einfache Kiste ist, jetzt 2 Wochen. Wenn sie das nicht geschafft hat, gehört sie weg. Genau, ich brauche da überhaupt keine Koalition, weder mit der CSU noch mit dem BSW. Ich würde das auch gar nicht machen. Also wenn Putin nicht kommt, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu verhandeln. Der wollte doch Ministerpräsident in Brandenburg werden, der Putin, oder? Das würde ich ihm zutrauen, ja. Dann hätte er endlich mal eine angemessene Umgebung. Ja. Aber hast du gehört, auch der Özdemir, also der Kretschmer schießt immer wieder quer, ne? Dieser Kretschmer, ich hab, weiß es gar nicht. Kretschmann, der Kretschmer, das ist der mit dem komischen Akzent. Das ist der da in Sachsen da drüben, ne? Der Kretsche in Baden hat ja auch so einen. Ja, ja, der Kretschmann will nicht krank werden und zugunsten von Özdemir zurücktreten, was ja schnucklig wäre, dann könnte der Özdemir ja nochmal richtig was machen, ne? Also. Ja. Ja. Er wäre aber auch schlecht für die in der Bundesrepublik lebenden Türken, also überwiegenden Türken, weil diesen Türken wollen sie auch nicht als ihren Vertreter haben. Das ist der falsche Türke, falls der Ministerpräsident werden sollte. Naja, der ist jetzt nicht so ein Erdogan-Fan, denke ich, oder? Ja, eher weniger, ja. Eher weniger, ja, genau. Ist auch verständlich, aber gut, lassen wir das Thema. Ja, uns bleiben die Themen erhalten, die wir jeden Tag, die Säue, die wir jeden Tag durch den Ort treiben, wo die Schuldenbremse, ne? Wenn man da anfängt nachzurechnen, ich hatte jetzt mal eine KI gebeten, zu gucken, was die denn kostet in der Umsetzung. Und da hat die KI bildlich gesprochen, alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, die produziert ja dermaßen viel Bürokratie zur Kontrolle, ob die eingehalten wird und ob das alles richtig läuft. Da weiß man nicht, ob da die Brocken nicht teurer sind als die Subs, sagt man, glaube ich. Also es kostet mehr, als dass es bringt, aber Lindner macht da immer schön weiter. Das ist schon klasse. Naja, ich hatte ja auch schon mal aufgelistet, irgendwo bei mir in Tillichs Ausblicke steht das auch. Das macht einen großen Teil des Bundeshaushaltes von 476 Milliarden aus. Das ist nirgendwo einsparbar, das ist nirgendwo umschichtbar, was allein die Investitionen, die auf die nächsten 10 Jahre gerechnet sich aufsummieren, auf Billionenbeträge, das ist nicht darstellbar, ohne dass man das Geld irgendwo anders herholt. Also ich verstehe diese ganze Rumlaberei nicht mehr. Das ist eigentlich Politikverweigerung, was die alle betreiben, die meinen, sie können da weiter auf einer Schuldenbremse rumhocken. Die USA, die machen einfach und die laufen uns davon. Indien wird uns demnächst von Platz 3 in der Weltrangliste dieser komischen Exportnation und so verdrängt. Also dieses Entwicklungsland oder zumindest das, was wofür die meisten Deutschen es halten, ja, verdrängt uns auf Platz 4. Japan ist eh schon weg und ja, sorry. Und dann hocken sie auf ihrem Geld, auf vermeintlich ihrem Geld. Das ist ja gar nicht ihr. Das ist Nonsens. Das ist so ein Nonsens, dass die Leute das noch glauben. Das tut einem ja im Herzen weh. Ja? Das ist ja abartig. Das ist doch das totale Dummfug. Das ist nicht mal mehr Milchmädchen, schwarze Null. Ich meine, Schäuble ist heimgegangen. Möge seine Politik auch endlich heimgehen. Wir kommen so ins Hintertreffen, ja. Du hast ja gesagt, eben die USA machen es richtig. Die investieren im Inflation Reduction Act ordentlich in ihre eigene Infrastruktur, in moderne Technologien.
Die Chinesen machen das sowieso, die machen das sogar mit Plänen, die bis zu 15 Jahren weit nach vorne denken. Da hat alleine die Projektförderung für autonomes Fahren ein Volumen gehabt von 150 Milliarden Dollar. 150 Milliarden Dollar. Ja. Ja. Naja, nun gut. Wir müssen die USA da eher mit der EU vergleichen, aber da passiert ja auch nichts Gescheites in Brüssel. Naja, wenn man denen kein Geld gibt und sagt, macht mal, ich gebe dir nichts, aber macht mal, ja, das fand ich Ja. bei meinen Chefs früher auch immer Ja. herzzerreißend. Ja. Ich habe kein Geld, aber mach mal eine Aktion. Ja, Ja. Ah, ja. wunderbar. Ja, wunderbar. Ah ja, das werden wir auch nicht lösen, die nächsten 14 Tage. Da könnte man ja aber Wagenknecht fragen, was die von der Schuldenbremse hält. Das wäre eine gute Idee. Wahrscheinlich hat sie dazu. Naja, Aber egal, ist auch uninteressant, weil Wagenknecht ist demnächst weg vom Fenster, wenn sie es nicht schafft, Friedenskonferenz zu machen. ihre Gedanken in Politik zu gießen in den Ländern. Und das wird nicht gelingen, weil alle anderen Parteien sagen, was du da meinst, das hat hier nichts zu suchen. Ich hoffe, sie bleiben konsequent. Ja. Wer nicht so ganz konsequent war, war ja die CDU, die zum Teil mit der AfD gestimmt hatte. Und der große Skandal, ich glaube, der wird noch hochgekocht. Als Irrweg der Geschichte hat die AfD, also in Verwendung dieses Nazispruchs, Irrweg der Geschichte, das Bauhaus bezeichnet. Das, was inzwischen Weltkulturerbe ist, also die Welt schätzt es wert, und diese provinziellen Idioten von der AfD, die sagen, Irrweg der Geschichte und hätte Ja. Menschenleben zerstört und ach, was weiß ich, Ja. das sind doch, wie soll ich sagen, noch nicht mal von vorgestern diese Leute, ja. Nein, die haben einfach nichts drauf. Die sind, wie hat mein Opa immer gesagt, dumm und stark, deutsch bis ins Mark. Also nicht, dass ich denen zu nahe treten wollte, aber bei denen passt das halt. Ja. Aber es muss doch einen Grund geben, warum sie mit diesen Provokationen in Nazi-Manier immer wieder kommen. Ja, das ist Es muss doch auch Effekte haben. Ansonsten, wenn ich merke, ich habe keine Effekte damit, und sie haben die Effekte natürlich gehabt, sie haben ja stark zugelegt. Also muss es einen Großteil dieser Deutschen geben, diese Dummbeutelei auch noch gutheißen. Wie kriegen wir das wieder in den Sack? Ja, Ja, ich aber das verstehe ist es nicht. wirklich, das ist ein psychologischer Mechanismus, nicht mehr und nicht weniger. Das kann man doch wirklich deutlich beobachten. Wir haben doch gestern behauptet, dass Habeck unser Bier wegkippt. Das hat unsere Zuschauerzahlen auch mal wieder nach oben geschraubt. Ob das richtig ist oder falsch, ja. Also das interessiert die Leute nicht. Die wollen was Aufreißendes lesen oder hören. Also die Nachbarn fressen meine Haustiere, meine Katzen und Hunde. Und schon geht die Post ab. Ja? Dann sind die alle dabei und schreien Juhu und das geht nicht, dass die meine Hunde essen und so. Ohne Sinn und Verstand. Aber sofort Bildzeitung, Action, gut. Ja? Und das ist so ein Mechanismus, da müssen wir uns mal intensiver drum kümmern. Ich sage Und jetzt, Donald okay. Trump macht Pommes frites bei McDonald's. Genau. McDonald Trump. Und ein paar Tage später sind 500 Personen, oder wie viel waren das, erkrankt. Aber er ist in den Schlagzeilen. Genau, Ne? das ist der Mechanismus. Deswegen, ich sage ja, Putin kommt nicht nach Erfurt. Also, nein, Putin kommt nicht nach Erfurt. Ja, also Ja. das sind so diese idiotischen Dinge, auf das die Leute abfahren. So, Ja, dann machen wir ja hier was falsch. wir müssen noch üben. Wir müssen noch üben. Ich glaube, wir üben Ne? Wir morgen. müssen auch ganz anders auftreten hier. Nicht so scheinseriös. Ja, vielleicht Das noch ein bisschen interessiert mehr keinen. Jugend. Ja, nein, du musst deine nicht vorhandene Krawatte gar nicht wieder gerade rücken. Das funktioniert nicht. Wollte ich jetzt noch mal probieren, aber ich nicht. Vielleicht mit Ja, Krawatte. probieren, probieren. Ich will mal eben probieren. Ich nicht. Nein, die machen einfach. Putin macht einfach. Naja. Naja, egal. So ist das. Erlaub, wollen wir jetzt sonntags dabei bleiben, dass wir Sonntag nicht schaffen? Sonntagsruhe als für die wenigen, die sich noch richtig Christen nennen und sich mit dem Gedanken tragen, jede Woche wieder, ob sie nicht doch mal wieder in den Gottesdienst gehen und es dann doch nicht tun.
Auch aus, vor allen Dingen aus dem Grunde, weil gegenüber der Kirche gibt es ja keine Kneipe mehr im Ort. Ne? Warum soll ich dann vorher in die Kirche gehen? Ja? Also irgendwo sind die Leute da auch konsequent. Können wir ihnen ja die Ruhe gönnen. Mein Gott. Genau, dann sehen wir uns wieder am kommenden Montag, nicht wahr? Und dann müsst ihr am Sonntag ohne uns auskommen. Das tut uns ja so leid. Ja. Können wir mal ausschlafen. Ja. Abonnieren, teilen, kommentieren. Ey, vor allem die ganz schlimmen, bösen Kommentare, die dürft ihr reinschreiben. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr uns den Tod etwas früher wünscht. Also nicht mit 84 wieder rasch von Grateful Dead jetzt, sondern am besten mit 74, dann wäre ich nächstes Jahr dran. Ja, macht das nur. Kommentiert. Genau. Ihr wünscht uns sowieso die großen Kisten aus Holz. Für Ja. heute sagen wir, macht's Jo. gut. Tschüss.